ist Emily Dekas, ich bin 25 Jahre alt und mache momentan bei TIDE eine Ausbildung zur Mediengestalterin Bild und Ton. In der Ausbildung lernt man alles Wichtige in den Bereichen Technik, Organisation und Gestaltung für Bild- und Tonproduktion. TIDE ist super besonders, weil man sehr schnell die Chance hat, Verantwortung zu übernehmen und wirklich Sachen ausprobieren darf von Anfang an. Also wer wirklich Eigeninitiative zeigt, der ist auch gleich bei einer großen Produktion dabei, darf sofort in der Kamera stehen. Und das Gute ist, dass man halt immer wieder auch Tipps bekommt und du bist nie alleine gelassen. Das heißt, TIDE, du hast wirklich die Chance, dich auszuprobieren. Wir als Azubis durften gemeinsam ein Projekt auf die Beine stellen. Und zwar vor kurzem auf der Klimawoche 2020 in Hamburg auf dem Rathausmarkt. Da haben wir die Produktion und den Livestream übernommen. Jeder oder jede durfte einmal Bildmischung machen, den Stream überwachen, an der Kamera stehen oder den Ton eben mithören. Ja, und ich finde, so kann man sich eben gemeinsam Wissen vermitteln, weitergeben, unterstützen und auch einfach das Teamgefühl unter sich stärken. Und das finde ich toll. Und die Azubis bei uns sind echt ein klasse Team. Man sollte sich bei TIDE für eine Ausbildung bewerben, weil von Tag 1 wirklich das Lernen im Vordergrund steht. Man hat hier super viele Möglichkeiten, sich fortzubilden, sei es jetzt durch die Studio-Crew, die einem immer Tipps und Tricks weitergeben kann. Man kann sich wirklich im eigenen Tempo an den Gewerken ausprobieren. Wir sind hier auf dem Mediencampus, wir haben sehr viele interessierte Personen, die wirklich das Gleiche machen und gerne machen wie man selbst. Man kann sich austauschen, man kann hier im Team zusammenarbeiten, man kann auch bei TIDE an Akademiekursen kostenfrei teilnehmen als Auszubildender oder Auszubildende und sich da in diversen medienrelevanten Inhalten einfach was dazulernen.